Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade erzählen wollte noch. War wahrscheinlich nicht so wichtig. Jetzt aber. Wunderbar. Turned out pretty well. Da hätten wir jetzt. Wir hätten. Wenn wir hier Kohle auch noch reinschmeißen, dann können wir hier das Feuer brennen lassen, draußen den Kadaver ausnehmen, vielleicht sogar noch auf Hasenjagd gehen und dann wieder zurückkommen. Kohle können wir jetzt noch nicht reinschmeißen, erst in 19 Minuten. Wie sieht's denn aus? Wir wärmen uns einigermaßen auf, wir haben ein bisschen was zu essen mit dabei. Wir müssen ein bisschen besser haushalten mit dem Essen. Ich kann nicht immer alles vertilgen, wenn mich gerade hungert. Wir müssen auch ein bisschen hungern. ...14 Minuten noch, bis wir Kohle hinzufügen können. Draußen sieht es immer noch nach Wind aus. Ich wollte ja eigentlich rasten. Aber dann probieren wir das. Wir wärmen uns jetzt quasi komplett auf, laufen raus zum Kadaver, zerlegen den, laufen wieder rein, wärmen uns wieder auf und gehen dann eventuell noch auf Hasenjagd. 8 Minuten noch. Können wir hier in der Zwischenzeit was machen? Die hier, die Bartflächen, da ist es geschickter, wenn man die einfach so im Inventar lässt und nicht gleich den Verband daraus macht. Weil der Verband um einiges schwerer ist als die 4 einzelnen Bartflächen. Ist mal so. So, hier passt auch noch alles. Hier könnten... Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir. Hier drüben können wir noch kartografieren irgendwo. 1 Minute noch. So, 2 Stunden, 3 Stunden. Wir schmeißen mal 4 Stunden... Wieso geht er denn jetzt so langsam? 4 Stunden 45 Minuten haben wir Zeit zum Zerlegen. Uiuiui, da bläst es ganz schön. Es geht eigentlich. Nur ein Kästchen. Da hätte man das Feuer gar nicht gebraucht. Oh, wer kommt denn da? Meister Lampe. Du bist des Todes. Wenn ich dich treffe. Und du sorgst dafür, dass unsere zukünftigen Pelzhandschuhe wieder wie neu ausschauen. Das ist dein Schicksal. Freu dich. Mal schauen, ob hier noch irgendwie Fleisch drin ist. 1,2 Kilo ist noch drin. Aber mir geht es hier eher um die Haut. So, mal schauen. Ja, wir frieren ein bisschen. Oh, jetzt geht. Na toll. Jetzt ist es gar nicht mehr kalt. Jetzt ist uns sogar warm. Das heißt, wir können gleich mal kartografieren. Da müssen wir die Federn hier noch einsammeln für unsere zukünftigen Pfeile. Die von den Krähen hier oben runterfallen. 4 Stück sind hier da. Das ist schön. Hier oben ist nichts mehr. Schauen mal hier rüber. Dann hätten wir jetzt das schöne Feuer überhaupt nicht gebraucht. Na toll. Aber wenn wir schon mal hier sind, Rohrkolben können wir immer gebrauchen. Sowohl als Zunder als auch als Nahrungsmittel. Ich habe es letztes Mal schon gesagt. Die sind einfach Gold wert. Die müssen wir immer mitnehmen. Die haben 150 Kalorien pro Stück. Und das ist richtig gut, wenn mal Not am Mann ist. Wir könnten, wenn jetzt... wir schauen mal kurz, ob das Feuer noch brennt. Das müsste ja bestimmt noch 2 Stunden oder so brennen. Dann machen wir das Hirschfleisch hier oben. Ich will ja das Feuer nicht irgendwie einfach nur ausgehen lassen. Das soll ja auch zu was Nutze sein.
Yep, es brennt noch. Mal schauen, wie lange. 2 Stunden, 3 Stunden fast. Wir garen mal das alte schimmelige Reh. Dann haben wir nämlich gleich was zu essen. Und langsam wird es auch schon wieder Nacht. Wir können mit dem Rest des Feuers noch ein bisschen Wasser herstellen. Und jetzt wird es wieder kalt. Ich höre es doch schon wieder. Machen wir nochmal einen halben Liter, vielleicht geht das noch. Da wäre ja sogar noch 1 Liter drin, Mensch. Müssen wir halt jetzt alles runterschleppen. Aber ist ja nicht weit. Außerdem können wir gleich was trinken. Das Schöne übrigens, wir haben jetzt hier mega Durst. Wir haben jetzt hier 6 Liter. Wenn wir die 6 Liter trinken, ändert sich komischerweise hier oben das Gewicht. Wird weniger. Obwohl es eigentlich nicht so ist. Weil ja, wir machen hier nochmal ein bisschen dreckiges Wasser. Weil wir haben halt es ja im Magen eigentlich. Ne? Das ist ein bisschen inkonsequent, aber okay. Ich will mich nicht beschweren, das vereinfacht die Sache schon noch ein bisschen. Und jetzt schauen wir mal, wenn es hier draußen nicht zu kalt ist. Momentan sieht es nicht so aus. Dann gehen wir nochmal auf Hasenjagd. Wir können nicht genug Hasenfell haben. Ich würde mal sagen, die letzten Hasenfelle, die wir mitgebracht haben. Die sind vielleicht schon zur Hälfte getrocknet. Vielleicht sogar, dass wir in 1-2 Tagen die Handschuhe fertigen können. So, wir nehmen hier alles mit. Wir frieren überhaupt nicht, obwohl der Wind geht. Und das nicht zu knapp. Momentan frieren wir gar nicht. Da ist nochmal ein Birkenschößling. Ich hätte ja gern Pfeilspitzen. Ich wüsste nur nicht, wo die hier in dem Bereich sind. Ich glaube, da müssen wir noch warten, bis wir im Rätselsee sind. Da gibt es eine Stelle, wo normalerweise immer eine ist. Aber hier habe ich keine Ahnung, ob hier irgendwo Pfeilspitzen sind. Und ohne Pfeilspitzen gibt es keine Pfeile. Und ohne Pfeile gibt es... Oh! Gibt es... zwar einen Bogen, aber... wir können nichts damit anfangen. So! Oh, ich habe doch... Mist! 2-mal getroffen und trotzdem Flieder. Das gibt's ja nicht. So ein Hund. Ich schieb's jetzt einfach mal auf den Wind. Der Wind ist schuld, dass ich hier nichts treffe. So, jetzt aber. Das gibt's doch nicht. Wie viel haben wir denn noch? 2 Steine. Wie er rumspringt. Jetzt ist er irgendwo hinten auf den dicken Stein hoch. So, komm her, mein Lieber. Ich hol gleich das Gewehr raus. Ruhig bleiben. Wo ist denn jetzt der Stein hier? Der ist weg. Ich will den Hasen noch mitnehmen.
Das ist jetzt unsere letzte große Aufgabe hier oben. Da ist er. Ah, da macht es wieder mal Knack. Und der Hase hat hinter sich. Gut, ich würde sagen, wir sind hier oben fertig. Mehr gibt es einfach nicht. Ja, wir sind auch schon müde offenbar. Wobei ich letztes Mal, war das hier, gesehen habe, wir könnten theoretisch hier hochklettern. Da sehe ich nochmal Hagebutten. Nein, ich wollte doch die Hagebutten. Ich wollte nicht hochklettern. Jetzt müssen wir wieder irgendwie runterkommen. Ich habe bisher noch nicht rausbekommen, wie ich hier runterklettern kann. Normalerweise steht dann hier klettern. Aber das ist hier nicht der Fall. Das heißt, wir müssen hier irgendwie an der Seite runterspringen und hoffen, dass wir uns nicht den Fuß brechen. Ich wollte eigentlich diese Hagebutte. Auf alle Fälle, wenn man hier hochklettert, dann kommt man irgendwo hier in den Bereich raus. Das werden wir uns aber auch noch anschauen. Hier ist nochmal eine Feder. Und jetzt ist Sturmzeit. Das heißt, wir müssen schnell schauen, dass wir nach Hause kommen. Jedes Mal, wenn Sturm ist, wird auch unsere Kleidung nass. Und wir frieren noch schneller. Wir sind gar nicht so überbelastet, oder? Nö. Was war das denn jetzt hier? Hat sich angehört wie eine Schneelawine. So, das war es auch schon wieder mit dem Sprinten. Wir müssen aufpassen. Hier sind wieder Wölfe unterwegs. Den Wölfen ist es egal, ob es schneit oder regnet oder die Sonne scheint. Wobei ich noch nicht gesehen habe, dass es im Spiel regnen kann. Sieht sicher aus. So, wir haben jetzt hier Fleisch, oder? Nur das Gekochte. Das passt. Dann zerlegen wir die Häschen innen drin, damit wir uns nicht frieren. ...48 Minuten. Und wir sind schon sehr müde jetzt. Ein Häschen haben wir noch. 1 Kilo und 1,3 Kilo. Gut, dann können wir nämlich hier mal prüfen. Getrocknet, getrocknet. Oh, die sind alle vier schon getrocknet. Das heißt, am nächsten Morgen, wir brauchen wie viel Därme? Am nächsten Morgen geht es Richtung Werkbank. Zwei getrocknete Därme. Die bekommen wir auch zusammen, oder? Jep, zwei getrocknete Därme. Die nehmen wir gleich mal mit, damit ich die nicht vergesse und nicht nochmal zurücklaufen muss. Wir haben noch die frische Rehhaut, die müssen wir auch ablegen. Moment. Wieso habe ich jetzt nur drei? Ja, doch. Was? Wir hatten doch vier. Bin ich jetzt blind? Das waren doch vier getrocknete Kaninchenpelze. Und jetzt haben wir nur noch drei im Inventar. Das ist ja Betrug. Was ist denn jetzt passiert? Was machen wir denn mit der Rehhaut? Die Wolfshaut können wir eventuell auch bald machen. Wir brauchen vier getrocknete Wolfspelze, viermal Därme. Müssen aber 25 Stunden dann arbeiten, das wird heftig.
Vor allem, weil die Werkbank im Freien ist. Rehleder, zweimal getrocknete Rehhaut können wir auch machen. Die Hose, brauchen wir drei Rehhäute. Wir haben aktuell zwei Rehhäute, einmal 40, einmal 1%. Aber bei den Wolfspelzen sieht es schon ein bisschen besser aus. Ah, das ärgert mich jetzt. Wieso sind denn jetzt hier? Ich nehme das nochmal auf. Das muss ich mir nochmal im Video anschauen. Das war so nicht vereinbart. Das waren vier Stück. Bin mir sicher. Wir brauchen einen Lederkasten, wo wir das ganze Zeug dann ablegen. Machen wir das in der Küche. Im Gefrierfach. Im Kühlschrank. Wir haben hier sonst kein Fach mehr, wo wir was unterbringen können. Ne. Und ich will die getrockneten nicht einfach hier liegen lassen. Sonst kommt das alles irgendwie durcheinander. Da ist nochmal ein Wolfspelz, der schon fertig getrocknet ist. Ne? Weil die frischen kommen immer drauf und dann sehe ich nicht, wann die fertig sind. Genauso hier. Da ist irgendwo auch nochmal ein getrockneter Darm. Na gut. Dann legen wir die in den Kühlschrank. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Frischer Darm, getrockneter Darm. Gut, und den frischen Darm müssen wir noch ablegen. Dann haben wir jede Menge Hagebutten. Ich denke mal, die brauchen wir jetzt nicht mehr sammeln. Wir haben 144, da geht einiges. Bartflechte auch. Krähenfedern 5 Stück. Dann noch den Birkenstock ablegen. Komisch. Im letzten Durchgang habe ich unglaublich viel Ahornschößlinge gefunden. Und einen Birkenschößling. Hier ist es genau umgekehrt. In dem Durchgang. Wobei ich sehe, hier ist ein getrockneter Ahornschößling dazwischen. Ablegen 5 Stück. Wir brauchen, nee, wir haben wieder Zunder, das ist okay, wir können das Papier ablegen. Wir nehmen noch ein bisschen Holz mit. Schmerzmittel sind fast ein bisschen zu wenig. Schmerzmittel nehmen wir mal 4 Stück noch mit. Hier sieht es gut aus. Essen mäßig. Das Kaninchen müssen wir noch rausbringen, bis wir ins Bett kommen. Das ist wie im realen Leben. In der Früh nimmt man sich immer vor, heute gehe ich aber früh ins Bett. Und dann wird es doch wieder spät. Also Kaninchen ablegen, ablegen, ablegen. Wir nehmen noch Wolfsfleisch mit. Wobei wir haben nicht vor, nochmal Feuer zu machen, morgen in der Früh. Wir müssen früh raus und müssen irgendwo hinlaufen. Ich weiß noch nicht wohin. Essen sieht gut aus. Wir haben noch dreckiges Wasser. Das stellen wir wieder vor den Kamin, damit wir Bescheid wissen, dass das noch zum Kochen ist. 5 Liter haben wir hier mit dabei. Hackebeil passt noch. 17 Steine, da würde ich gern vielleicht noch 3 mitnehmen. Ich weiß ja immer noch nicht, wohin wir gehen. Das schauen wir uns morgen in der Früh an und entscheiden das spontan. Gut. Auf geht's in die Heia.
schön gemütlich, wenn der Wind pfeift draußen und man schön in die warme Bettdecke kriechen kann. Es ist jetzt, ja, da können wir ruhig jetzt mal so 10 Stunden schlafen. Ein Luxus, den gönnen wir uns. So, es ist immer noch nicht Tag. Doch. Was machen wir jetzt? Ich würde fast sagen, wir gehen hier mal hier rum. Da ist nicht viel zu entdecken. Aber ich würde das gern kartografieren. Ich glaube, wir kommen da sogar irgendwo hier, nee, hier wieder raus oder so. Ich würde das gern noch entdecken. Wir müssen den Bereich entdecken. Wir könnten auch zur Kirche hoch. Nee, wir gehen jetzt zur Kirche hoch. Ja, ja, ich denke schon was. Wir gehen jetzt zur Kirche hoch. In der Hoffnung, in der Kirche liegt ein Brecheisen. Weiß man ja, dass in der Kirche öfters Brecheisen rumliegen. Jetzt haben wir nur noch 0,5 Liter mit dabei. Wir nehmen nochmal 1 Liter mit. So, Gewehr ist am Start. Das ist okay. Mal schauen, wie weit wir kommen. Oh, was für ein schöner Morgen hier. Wir halten mal kurz Ausschau nach Vögeln. Da drüben, die Vögel kennen wir schon. Da sind nochmal Vögel. Die sind aber neu. Oh, da läuft auch ein Wolf rum. Ich glaube, da liegt sein Kollege. Der uns beim letzten Mal beim Heimweg angegriffen hat. Na gut, wir gehen jetzt hier hoch Richtung Kirche. In der Hoffnung, dort was Gutes zu finden. Und sowas, dass ich jetzt sage, wir gehen jetzt Richtung Kirche hoch, das funktioniert dann halt in den Gebieten, wo ich mich nicht mehr auskenne. Leider nicht mehr. Da müssen wir dann einfach mal schauen, wie das abläuft. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist ja dann das Schöne. Haben wir hier schon kartografiert? An der Brücke? Nö, eigentlich noch nicht. Dann machen wir das doch. Wir sind hier immer zu ungünstigen Zeiten vorbeigekommen. Einmal ganz am Anfang, nach dem ersten Kampf gleich. Und einmal dann nochmal in der Nacht. Gut. Da vorne sind noch ein paar Autos. Eventuell liegt dort noch eine Brechstange. Das ist jetzt wirklich das Einzige, was mir noch abgeht. Was wir ganz dringend brauchen. Wenn wir die Brechstange haben, können wir in die Tankstelle einbrechen. Dort gibt es auch nochmal ein bisschen was zu essen. Aber ohne geht das halt nicht. Eine Axt liegt hier. Hervorragend. Genau das, was wir nicht brauchen. Mist. Ja, da können wir nicht rein. So ärgerlich. Da oben ist nochmal ein Birkenschößling. Wir nehmen den mit. Auch wenn es eventuell umsonst ist, weil wir bisher noch nichts machen können. Aber die lasse ich ungern zurück. Irgendwann brauche ich die. Und dann habe ich Probleme, die wiederzufinden. So, wir kartografieren hier drüben nochmal. Die Lackporlinge und Hagebutten, die lasse ich jetzt alle links liegen. Wir haben so viel Zeug zu Hause. Oh, wieso ist es denn so kalt? Moment. Ist doch ein schönster Tag hier. Wieso ist es denn jetzt hier so kalt? Ah, kein Birkenschößling, ein Ahornschößling. Das ist in der Tat seltsam. Es geht kein Wind. Es ist schönster Morgen. Wahrscheinlich, weil die Sonne noch nicht so richtig scheint. Ah, ärgerlich. Dann müssen wir auf direktem Weg Richtung Kirche gehen. Das Auto da vorne nehmen wir noch mit. Wir müssen in der Kirche, wir müssen in der Kirche ein Feuer anzünden. Heieiei. Spielt schon viel zu lange. Aber das ist so ein Spiel, das kann man einfach immer
Komm her. Ich habe keinen Bock, dir aus dem Weg zu gehen. Und wieder eine Patrone weniger. Wir haben nur noch 10 Schuss. So, hier haben wir ein bisschen Stoff. Jedes Mal, wenn ich einen Schuss abfeuere, schmerzt mich das zutiefst. Aber manchmal ist es halt unvermeidlich. Selbst für mich als ausgebildeten Survival-Experten. Sind das denn? Ach, das ist der Wolf. Finde ich ja auch super, wie weit man diese Schritte hier, auch unsere, selbst wenn wir hier rückwärts gehen oder einfach mal im Kreis gehen, dass man hier die Tritte so schön sieht. Ein kleines Detail, das aber schön hier zur Immersion beiträgt. Weniger beiträgt zur Immersion, dass wir kein Brecheisen finden. Waren wir in der Kirche schon mal? Nee, wir sind dran vorbeigelaufen. Ganz am Anfang, als wir Schutz gesucht haben. Ich kann ja alles nicht öffnen. Im Kofferraum sind die geilsten Sachen. Ich weiß es genau. Natürlich ist ja alles leer. Gut, wir gehen in die Kirche. Das sollte auch noch das ein oder andere drin sein. Wahrscheinlich sogar eine Feuerstelle. Dann machen wir uns dort mal ein kleines Feuer. Karton. Oh, ein Rucksack. Ein leerer Rucksack. Was habe ich auch anderes erwartet? Hm. Ich sehe... Nee, kein Brecheisen, aber nochmal ein Beil. Wir haben 4 Messer. Wir haben jetzt mittlerweile 4 Beile. Was ist denn Mehrzahl von Beil? Beil? Beils? Beile? Das ist ja nicht auszuhalten. Das ist ein Bug im Spiel. So, Wolfhäustlinge. Die Bücher lasse ich hier. Wir haben genug Bücher. Und die sind ja halt auch mega schwer. Da hätten wir sogar einen Schlafplatz. Wie sieht es denn aus? Naja, wir müssen uns auf alle Fälle ein bisschen aufwärmen. Ich will nochmal hier durchsuchen, damit uns hier nichts entgeht. Da können wir den Stoff mitnehmen. Und ich würde sagen, wir gehen nach einer Stunde, wenn wir uns aufgewärmt haben, gleich mal weiter. Da ist nämlich so ein kleines Lager noch oben auf der Anhöhe. Und das nehmen wir auch noch mit. So, wir haben sogar Brandbeschleuniger. Echt jetzt? Dann nutzen wir den doch. Ah, wunderschön. Ein schönes Feuer. Mal 1,5 Stunden hier. Sollen wir was schmelzen? Ja, was macht man denn sonst? Die Stunde. Ich will nicht zu viel schmelzen. Das müssen wir ja alles mittragen. So. Den Rest, den warten wir einfach mal ab. Können wir... Oh, wir können ja auch schlafen hier. Wir schlafen einfach eine Stunde. Wieso nicht, wenn hier schon ein Bettchen ist? Feuer ist aus, wir nehmen die Holzkohle mit. Wir sind wieder gewärmt. Ja, und wir essen mal kurz. Oh, wir müssen fast die Sardine zuerst essen. Lecker. Noch ein bisschen Limo hinterher. Gut. Dann wird hier draußen noch kartiert, kartografiert.
Höre ich einen Wolf. Da vorne. Das ist so klar. Wieso kommst du jetzt zu mir? Du Arsch! Haben wir irgendwas an uns, was stinkt? Nee, wir stinken nicht. Oh, doch. Ein geschmackloses Reh haben wir an uns. Okay, dann haben wir uns das noch kurz rein. Damit der Wolf das nicht bekommt. Aber ansonsten, wir haben keine Gedärme. Jetzt steht der wahrscheinlich direkt vor der Tür. Es gibt leider keinen Hinterausgang bei der Kirche. Der Pfarrer muss den gewöhnlichen Haupteingang nehmen, wenn er hier die Messe halten will. Mist.